Ein klares Bild, was für eine Regierung daraus erwächst. Vieles ist möglich. Das müssen wir zum jetzigen Zeitpunkt abwarten. Mein Dank gilt aber in erster Linie Thorsten Schäfer-Gümbel, der hessischen SPD und auch den Wählerinnen und Wählern der SPD in Hessen. Wir haben hier in Hessen eine sehr gut aufgestellte SPD erlebt, einen hochglaubwürdigen Spitzenkandidaten, der nichts falsch gemacht hat. Zu den Verlusten der SPD in Hessen hat die Bundespolitik erheblich beigetragen. Und das hat zwei Gründe. Erstens, es muss sich in der SPD etwas ändern. Die SPD hat eine Menge Arbeit vor sich. Wir müssen klar machen, wofür die SPD in den großen Fragen jenseits der Regierungspolitik steht. Wir haben uns für diese Klärung mehr Zeit nehmen wollen. Ich stelle fest, diese Zeit haben wir nicht. Zweitens, der Zustand der Regierung ist nicht akzeptabel. Wir erwarten deshalb auch von der Union, dass sie ebenfalls Konsequenzen zieht und ihre inhaltlichen und personellen Konflikte schnell löst, und zwar in einer Weise, dass die Regierungsarbeit dadurch nicht belastet wird. Wir legen unser Schicksal aber nicht in die Hände unseres Koalitionspartners. Wir wollen nicht einfach warten, ob diese Regierung endlich in einen vernünftigen Arbeitsmodus kommt. Wir wollen das sicherstellen. Deshalb bestehen wir darauf, dass sich diese Koalition einen klaren, verbindlichen Fahrplan gibt für eine Politik im Interesse der Bürgerinnen und Bürger. An der Umsetzung dieses Fahrplans bis zur vereinbarten Halbzeitbilanz können wir dann klar ablesen, ob wir in dieser Regierung noch richtig aufgehoben sind. Zu beiden Punkten lege ich morgen zusammen mit Lars Klingbeil, dem Parteivorstand, einen Vorschlag vor. Vielen Dank.